Also sehr gefährlich und auch wenn du die in die Feuerbälle reinrast, dann hast du halt quasi erstmal eine Reifenpanne. Da musst du erstmal den ADAC rufen, wenn du keine Clubmitgliedkarte hast, dann sieht's aber echt viel düster aus. Ihr seid eingeladen dabei zu sein beim vorletzten Part von Let's Play Super Mario Kart und heute spielen wir Toad. So sieht's aus, ja. Anfängerfreundlicher Charakter. Aber im Sterncup ist es vermutlich auch kein Nachteil. So, Leute. Ja, das ist schon ein bisschen kniffliger hier. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen. Nix. Ja, alles gut, Toddy Boy. Baba! Wobei Toad in Mario Kart 64 so eine ganz krasse Stimme hat, ne? Au, 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 au. Und in Mario Party hat er so eine hohe Stimme gehabt. Baba! Und dann bekam er seine kratzige. Und dann kam die Let's Play Markus Todstimme. Baba! Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Wir wollten uns noch ein bisschen unterhalten über die CPU-Gegner. Jawohl, Alter. Das wäre mir fast. Ich wäre unzufrieden gewesen des Todes. Ich hätte es ja bis zu meiner Beerdigung bereut, wenn ich im Let's Play nicht geredet hätte, wie die CPU-Gegner hier einfach ein komplett veräppeln. Ja. Zum einen haben wir ja schon mal gesehen, wie die unseren roten oder grünen Panzern gepflegt ausweichen, weil die gerade in dem Moment eine Feder haben und gerne danach einfach ein Item verwenden, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Die müssen nicht mal über die Itemfelder fahren. Nein, 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 haben die nicht nötig. Die CPU-Gegner, da lache ich doch. Die machen das nach Lust und Laune und gerne auch 20.000 Sachen hintereinander. Wow, so knapp. Ey, der war direkt hinter mir, ich muss ein aufpassen. Ja, aber vor allen Dingen können die Sachen werfen, die kannst du gar nicht benutzen oder werfen, wenn du die steuerst. Ja, Leute, die haben Items, die kannst du selbst nicht mal haben. Das Yoshi-Ei. Ja, der Schrumpfpilz und der Feuerball. Da guckst du. Die benutzen Sachen, die gibt's gar nicht. Ja, ernsthaft, die können unentwegt Sachen werfen, machen, tun. Ja, also Mario und Luigi können je nach Belieben Unverwundbarkeit Sterne einsetzen. Das ist auch immer so witzig, weil den Stern... Haben wir in diesem Let's Play schon mal einen Stern gesehen von mir? Ich denke nicht. Woran liegt das? Ich bin Platz 1. So. Das ist aber... Der Punkt ist... Vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, mein Main ist Cooper. Man hat ja auch immer eine bestimmte Rivale... was ist denn hier alles los? Dann lege ich noch was hin. Donkey Kong Jr. abgehalten. Das ist der Rivale von Toad. Also es ist schon so programmiert. Ihr wisst es bestimmt auch, dass jeder Charakter so seinen Rivalen hat und manche, die schlechter fahren oder je nachdem die Reihenfolge. Da gibt es auch die offiziellen Statistiken dafür, aber auffällig ist halt, dass jeder so seinen Rivalen hat. So. Selbst jetzt, Donkey Kong Jr. wird so weit aufholen, dass der halt wieder Platz 2 ist. Das finde ich ein bisschen gemein, ne? Dass du halt wirklich einen hast, der immer lauert, der dir eine Gefahr ist für deinen Gesamtsieg. Mir macht das ja jetzt nichts mehr aus, Geronimo. Mir macht das ja nichts mehr aus. Aber... Als Toad. Als Cooper. Ich bin so aufgeregt. Da ist Luigi immer der Rivale. Und der kann einen permanenten Stern einsetzen. Das ist... Weißt du, du bist so Platz 2, willst ihn gerade überholen und dann setzt halt auf Platz 1 den Stern ein. Was ja auch nicht geht. Das macht es ein bisschen schwieriger als Cooper-Fahrer, okay? Ihr seht's da, da sitzt einfach ein Stern ein. Aber hier ist er nicht mein Rivale. Ja. Man kann, wenn man die Rivalen kurz vor Schluss, oder in der letzten Runde zumindest, ausschaltet, trifft, oder wie auch immer, dann kann man die Reihenfolge verändern, in der Tat. Dann ist nicht mehr derjenige der feste Rivale, sondern ich weiß auch nicht, wie das System dann genau funktioniert. Aber auf jeden Fall hast du dann einen anderen Rivalen. Aber auf jeden Fall hast du da auch schon mal ordentlich was durcheinander gebracht an der Punkteliste. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, Mario und Luigi können den Stern benutzen. Dann Peach und Toad können als CPU-Gegner alleine, ne, die Schrumpfpilze benutzen. Es gibt ja die Superpilze, die einen wachsen lassen. Es gibt ja auch Schrumpfpilze. Das sind jetzt nicht die Giftpilze, sondern welche, die einen wirklich schrumpfen lassen. Gab es auch in Donkey Kong 1994. Also eigentlich ein Ding vom Donkey Kong-Franchise schon wieder. Wobei es damals auch noch nicht den Donkey Kong Game Boy-Teil gab. Whatever. Whatever, Leute. Dann, ja, dann werdet ihr kurz klein und habt ein Problem und ihr könnt sehr schnell überfahren werden und es dauert dann 12 Stunden, bis ihr wieder groß werdet. Das ist übelst nervig, also fahrt auf keinen Fall in einen Schrumpfpilz rein. Dankeschön.
Yoshi ist, denke ich mal, der Einzige, der Yoshi-Eier feuern kann. Das klingt naheliegend, ne? Und die Yoshi-Eier, die liegen dann halt auch so auf dem Weg und ihr müsst ausweichen. Wunderbar, oder? Der Koopa, der wirft einfach seine Panzer. Das macht er wie eine 1, das kann er super. Bowser kann Feuerbälle werfen, die es auch nicht gibt. Der wirft die und die bleiben auf der Strecke und rotieren im Kreis. Also die haben einen richtigen Radius, wo die nerven. Also sehr gefährlich, und auch wenn du die in die Feuerbälle reinrast, dann hast du halt quasi erstmal eine Reifenpanne. Da musst du erstmal den ADAC rufen, wenn du keine Clubmitgliedkarte hast, dann sieht's aber echt viel düster aus. So läuft das, wenn du von Bowsers Feuerball getroffen wirst. Ja, und Donkey Kong Jr. wirft halt mit Bananen. Habe ich einen vergessen? Ich glaube, das waren sie. Also die CPU-Gegner, die Widersacher. Oh, jetzt kommt's, Achtung. Muss immer davor. Seht ihr das? Den letzten habe ich jetzt mitgenommen, aber ihr müsst die auf jeden Fall hopsen, um den eigentlichen Sprungschanzen zu entgehen. Zumindest wenn ihr schnell unterwegs seid. Was ich ja sein will, weil ich will das Rennen gewinnen. Hops, hops. Na gut. Danach ist nicht schlimm. Aber hier! Oh mein Gott! Fast. Hier kann man sehr schnell eben in die Lava fallen. Oder ihr müsst mir dazu stimmen. Ihr habt das Spiel selbst schon mal so weit gespielt. Die Mario Kart-Erfahrenen wissen, dass hier fällst du verdammt nochmal in die Lava. Wenn du nicht aufpasst. Also davor jumpen. Es sei denn, es ist der letzte oder hier ist genug Platz. Kannst natürlich auch zickzack fahren oder ganz komische Kurse nehmen. Aber das finde ich nicht gut bedacht von den Entwicklern. Ganz im Ernst. Finde ich. Nee. Er hat einen Denkfehler drin. Na, Bowser, Heimvorteil vorbei, wa? Was lag mir dein Innenarchitekt? Das ist passiert. Abgedönert. Ja, es lief schon ein bisschen zu glatt, das Let's Play. Kann ja nur noch bergab gehen, oder? Pilzkopf. Ich würde den Tod nicht essen, ne? Der sieht viel zu giftig aus für meine Begriffe. Wobei das ja nur ein Hut ist, wie wir wissen. Ne? Toads können ihre Hüte abnehmen. Weil die hier auch sehr klein aussieht. Wenn ich dran denke, ich habe gerade als Vergleichswert die Super Mario TV-Serie von früher in Erinnerung, wie er den Hut abnimmt. Und es war halt so riesig, wie so ein Kopfkissen. Und hier ist es einfach wie angegossen, wie angequetscht. Ich rede mal nicht dazwischen bei Toads Fanfare. Aber ich düdelüde dazwischen. So sieht's aus. Aber Freunde, ich hab mega Spaß an dem Let's Play, ne? Das glaubt ihr mir gar nicht. Das war eine der besten Entscheidungen, dieses Let's Play zu starten. Leider wird's gar nicht. Ja, und hier im Drift quasi bei den Röhren stecken zu bleiben, das wünsche ich auch keinem. Aber noch schlimmer ist, wenn du zu früh driftest. Das ist halt so eine Sache, weswegen ich vorher trainieren wollte. Ich habe ja mit euch im Twitch-Livestream ab und zu mal Super Mario Kart gezockt und ihr saht dann immer so ein paar, wie soll ich sagen, Funken meines Könnens, oder abgesehen, dass ich mal drauf hatte, aber es nicht mehr so funktioniert, wenn ich hier zum Beispiel hängen bleibe. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Das darf nicht passieren. Ja, und deswegen Routine. Dass du richtig abschätzen kannst, wie weit du driftest, wo kommst du hin, wann fängst du an zu springen, wann musst du vielleicht nochmal springen. Die Abbremsen, geht nicht anders. Also geht schon anders, aber ich habe jetzt nur zu einem gewissen Grad trainiert, ne? Aber noch Besseres zu tun. Und Fun Fact ist natürlich auch, dass ich das ganze Let's Play im Stück aufnehme. Ne? Also es hilft nichts. Ein Abend und weg ist das Ding. Ölflecken kein Item sind. Warum sind hier ab und zu Ölflecken auf der Strecke? Die sind viel zu komisch verteilt irgendwie. Das ist natürlich auch eine kleine Abkürzung, wenn ihr da einen Pilz habt. Zum Beispiel Toad. Der Donkey Kong, der wird nicht müde, Bananen zu werfen. Das ist halt das Ding. Ihr könntet mal drauf achten. Ich gebe dem gleich Bananen hier. Nehme ich nicht. Mario ist ausgerutscht. Da ist ein Feuerball, aber er ist nicht mehr angekommen. Schade. Aber ihr kennt das Prozedere. Ich hatte Super Mario Kart Artwork auch richtig schön groß als Poster mal. Ja, ja.
Hatte ich. Muss mal wieder aufhängen. Freunde, es ist bisher alles glatt gelaufen, aber ich habe Angst. Ja, ich habe Angst vor dem Spezialcup. Der finalen Konfrontation. Das ist wirklich nochmal eine Ecke härter. Da wird spannend, da lege ich mir auch keine Themen zurecht. Ich frage mich auch nicht großartig, warum aus Toads Flasche eine Ranke wächst. Man sagt ja, ein guter Wein, ne, je älter der ist, aber ich glaube, die Flasche lag schon echt lang da, wenn da sowas rauswächst. Okay, Leute. Daumen hoch oder Daumen runter. Super Mario Kart wird immer bunter. Im nächsten Part mit der Rainbow Road. Die ist ziemlich bunt, also nicht verpassen. Und bis dann und ciao!